Corona könnte man mit Freiheit und Selbstverantwortung besser bekämpfen als mit staatlichen Zwangsmaßnahmen. Viel besser. Also wirklich unglaublich viel besser. Wenn da eine Pandemie ist, muss man was tun. Ganz klar. Ich bin für Maßnahmen. Ich bin aber ganz klar gegen diese Corona-Maßnahmen. Das, was gerade passiert, hat mit Seuchenbekämpfung nicht viel zu tun. Es handelt sich vielmehr um Menschendressur. Allein schon, dass Tausende und weltweit Millionen Lösungsmöglichkeiten für all die kleinen, konkret auftauchenden Probleme hätten gefunden werden können. Viele Lösungen probiert worden wären, natürlich auch viele schwachsinnig gewesen wären, aber auch ebenso viele geradezu genial. Man hätte voneinander lernen können. Mit Freiheit hätte es nie eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens gegeben. Denn wie man schwere Verläufe verhindert, wie man Long-Covid begegnet, wie man schwer Erkrankte rettet, das Wissen wäre auch außerhalb des Gesundheitswesens allgegenwärtig und anwendbar. Für all das muss man nicht Arzt sein. Freies Wissen genügt. In jedem 100-Seelen-Nest wäre dann so ein Spezialbett gewesen. Mit den nötigen Geräten und genügend Leute, die diese Maschinen benutzen können. Die hätte es auch überall gegeben. Mit Freiheit hätten mehr Menschen überlebt, weniger Menschen hätten Long-Covid und mit Freiheit gäbe es nicht 4 oder 5 Notfall zugelassene Impfstoffe, sondern Dutzende echte und zweifellos auch ein paar Dutzend scharlatanische, auf die die Menschen, die Freiheit kennen, nicht reinfallen würden. Und mit Freiheit könnten die Menschen dann auch bewusste, informierte und vor allem freie Entscheidungen für oder gegen eine Impfung machen. All das wurde verhindert dadurch, dass der Staat einen Weg, nämlich seinen, mit staatlicher Gewalt erzwungen hat. Ach ja, wie will ich denn beweisen, dass es so viel besser gewesen wäre mit Freiheit? Gar nicht. Naturgemäß kann man bei Ereignissen, die nicht eingetreten sind, nicht beweisen, dass sie so eingetreten wären. Glaub's oder lass es. Danke für deine Zeit.